nicht mal, liebe YouTube-Freunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Resident Evil 7. Kein Sauer ist immer noch am Zocken und wir werden jetzt schauen, was hinter diesem Tor 1 befindet. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, Ethan ist da. Ethan. Aber wie wir da rauskommen, sehen wir hoffentlich jetzt in dieser Folge. So, los geht's. Wir öffnen jetzt die Tür. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sehen ein bisschen aufgeschmissen. Also, wir werden leider nicht sehen, was in dieser Tür sich verbindet. Das war eine kleine PR-Gag von uns. Ihre Führung, ihre Leitung. Oh mein Gott, jetzt gehe ich wieder hier rein. Das war auch nichts hier drin. Was machen wir denn jetzt? Wo lang gehen wir denn jetzt? Zum Fahrstuhl? Ah, hier. Kannst du mal auf den Fahrstuhl schon mal benutzen? Nein. Will ich auch gar nicht. Oh, wir versuchen es mal. Hier war doch der Captain, oder? Fehlt doch eins, Digga. Da kannst du auch so nicht einfach. Stimmt. Das waren ja zwei. Schauen wir mal hier, ob wir was finden. Oh. Fall raus. Komm schon. Komm schon. Und eine Weste. So, jetzt ist er wichtig. Alright. Das hab ich schon ein bisschen angeguckt. So, jetzt ist Suchen angesagt. Keine Monsters. Kein Daddy, tot. Kein Mami, tot. Nur Ethan und Mia. Mia. Ah. Oh. Evelyn. Komm schon, Alter. Es ist Evelyn drauf, oder? Ich verstehe das. Ich hab's jetzt angebracht. Da stand doch sowas mit 1. Abnehmen kannst du es wieder. Ich lasse mal kurz drinne. Ich kann es immer noch abnehmen. Also nee, die habe ich noch nicht. Aber warum bin ich nicht schon zu früher vorbeigekommen? Verstehe ich nicht. In diesem Raum muss doch mehr stecken, ja. Als nur das bisschen hier. Ein bisschen Loot. Steckt man nochmal da nochmal. In die Sicherung. We try it. Boah, das hat mich gerade richtig verwirrt. Achso. Achso. Das brauchst du ja nicht mehr. Gut.
egal, wir versuchen mal mit dem Fahrstuhl auf der anderen Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendwo im Gang rumliegt. Der einzige Weg, wo du noch wirklich runterkommst, ist Fahrstuhl. Weil der Fahrstuhl ist, hat er noch gestaltet. Gut, gut, gut. Vielleicht muss man da auch wirklich nur eins einsetzen. Guck mal, ob der S2 steht. Wenn du da so guckst, wieso steht da drauf S2? Ja, welches müssen wir jetzt aktivieren? Der linke. Gehört der dazu. Jetzt wird nur noch das rechte. Ja. Guck einfach da oben. S. Aber was passiert denn, wenn ich das jetzt hier einsetze? Achso, kann dort verwendet werden. Genau. S. F. Guck mal da. Gut, dann machen wir hier nochmal so ein paar Spaziergänge durch die Räume. Flink. Vielleicht steht ja irgendwo ein Zettelchen, wo ein Ding ist. Wer weiß. Ja, aber wir wollen das, was wir nicht mitmachen. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann fresse ich meine Shorts. Ich finde das mit dem Zoom ein bisschen eklig, aber gut. Komm mit dem Kauf. Das ist der Schatztruhe, sag ich das richtig? S. Das ist noch. Schauen wir mal gleich darüber. S ist Speicherplatz. Schauen wir mal gleich danach. Gehen wir mal rüber. Guck mal, hier ist es nicht. Ich bin noch echt eilig am Werk, ey. Oh, wir haben sogar noch geschlossen. Gut. Ja, war. Da finde ich sogar bei Resident Evil 3 einige viel schwieriger. Diese Rätsel sind sehr lustig. Sir Lustikus. Ah, ein Treppe sehe ich, ein Raum sehe ich. Was denn? Was habe ich denn davor falsch gemacht, Alter? Das ist doch da, wo die Waffe herausgehen. Hey. Dietrich. Dietrich. Okay, auch der Dietrich ist hier für unten. Meine Power-Munition. Oh mein Gott, die ist brutal. Jetzt haben wenigstens genau 9 Schüsse. Das war völliger Schwachsinn, da nochmal diesen Ja, aber völliger Schwachsinn, die eine Kugel da. Das ist ja so ein kleiner Bonus, glaube ich. Man ist ja immer am Ende irgendwie neugierig. Schmachtschmesser. Das ist schon ein bisschen ewig, aber der ist auch noch eine Tür für den Raum jetzt. Ganz dreckige. Dreckige Schuhe. Du hast ja jetzt einen Dietrich bekommen. Ja. Haben wir auch irgendwo im Raum so ein Schloss in Dietrich bekommen? Drauf zu laufen, würde ich sagen. Achso, dieses Dings da ist nur der Dings da. Hm. Ja, diese Truhe ist nur der. Ich dachte, diese Truhe wäre für was. Aber ich würde sagen, wir gehen mal eine Etage höher. Upstairs, würde ich jetzt sagen. Wir haben die Sicherung für die Tür gebraucht. Hier ist keine Sicherung von ne. Haben wir schon? Nee, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier war ja diesen Ding. Stimmt.
Meinst du, sie ist irgendwo? Oh mein Gott, es ist ein Hauch von nichts. Vielleicht die Kiste an nochmal, vielleicht kannst du da was nehmen. Vielleicht kannst du da was wegnehmen. Vielleicht haben wir hier was. Genau, das kann man nicht lesen. Ich suche mal hier nicht. Okay, doch, das ist schon. Yeah. Na bitte. Ob das es ist? Sicher. Wissen. Ich fick deren Ernst. Hast du denn Dietrich und dann raus so einen Trick? Ganz ehrlich, wir sind sowieso nicht mehr im Pfarrhaus, wo wir die. Irgendwas passiert gerade, oder? Ich muss mal eine Anordnung machen. Das ist viel cooler. Sollen wir nochmal mit die Glocke? Und wir haben normale Munition. Ja, Mann, Drecksteil, Alter. Megastück. Ich glaube, hier durch. Ah, stimmt. Hier war ja diese. Wo sie rausgekratzt ist. Auch gesaved. Hat gesaved? Ich habe noch nie in meinem Leben so krass die Glocke mitbekommen. Also so extrem wie bei dir ist nicht normal. Ehrlich. Jetzt kannst du mal sehen, wie ich schlafe, wenn es anders ist. Ja, ich bin zwar nur. Manchmal bin ich auch gegen das auch. 20, 30 Meter entfernt, aber bei mir kommt es nicht so extrem an wie bei dir. Oh Mama. Hadelan? Ja Mann, das ist schon gerade geräuscharm. Ärmer geworden. Da! Da! Na komm, was tropft denn da, Alter? Schnell nicht gekommen, ey. Ist Kräuter. Ja, ich konnte gerade nicht. Oder die Dings kombinieren. Das ist der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Während andere relaxen Anweisungen gibt es den anderen Action-Modus. Habe ich das abbekommen? Nein. Schon. Na bitte! Der hat sich schon gedreht, wenn sie so. Krass. Okay. Ging gerade vorne. Oh, guck mal, wenn wir schon mal hier sind.
kommen die Fischsalate danach. Machen wir es nie einfach. Das ist strange, Alter. Ist hier denn schon verschlossen oder das passt einfach nichts? Jetzt würde ich gegen die Wand laufen. Ja, da passt nicht mehr, da hat zumindest die Hand davor. So, jetzt gehen wir mal, glaube ich, richtig weit runter. Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht ganz so weit runter. Ja, ich habe ja bei dem einen diese Schwung entfernt. Oder können wir runterspringen? Guck mal, ey. Setz die ein oder jetzt ab. Runter. Ab die Lucifer. Hast du vorher speichern können oder? Halt nicht. Oh mein Gott, ich werde sterben. Achso, nicht mit dem Fahrstuhl. Du kannst vorher speichern, würde ich sagen. Wir gehen S2, ne? Ein bisschen Hardcore. Jetzt müssen wir schon mal ein bisschen hier riskieren. Ich bin da ein bisschen straight. Erwartet. Und sie geht doch. Im Moment, wie lange geht's nicht? Jetzt kommt wieder das Viech von hier. Tschüss. Die haben wir auch schon, ne? Am besten, ne? Aber macht das schlecht im Ziel, ne? Oh Gott. Ach, kein Problem. Munition ist zum Schießen da. Oh mein Gott, Alter. Na bitte. So, man kriegt wieder zu viele Waffen, Munition. Ich verballere nicht alles. Aber du hast schon welche aus der Wand. Da hochgehen, aber. Und der Bastard. Nur wäre mehr für dich. Aber nichts mehr von der speziellen Sorte. Oh mein Gott. Weil ich denke schon.
Der ist echt widerlich, Alter, mit seiner dreckigen Kotze, Alter. Antike Münze. Na, ich hab mal gesucht. Okay. Ich bin manchmal. Ich will, dass du etwas für mich machst. Noch nicht mehr. Ja, noch nicht, noch nicht. Cool, hier nochmal ein bisschen sammeln. Sorry. Aber ich denke, das ist berechtigt. Ethan! Nur gespeichert. Automatic. Ethan! Ethan! Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu töten. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Wie oft haben sie uns versucht zu töten? Wie oft? Sie haben uns misshandelt. Mit seiner Schippe einfach. Legendär. Als wäre es ein Schwert, Alter. Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Hä? Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Jetzt bin ich deine Mami. Tja, was jetzt kommt, wird... Ich bin gerade so spannend, da muss ich immer stören, tut mir leid, ganz ehrlich. Ja, ich muss hier unterbrechen. Die Zeit ist wieder um. Und wer ist denn das? Mir, glaube ich. Mir versucht gerade uns zu retten, also Ethan. Und wir haben gerade den Vater gehört, der hat gerade Klartext gesprochen. Ich hab Zweifel. Was eigentlich wirklich passiert ist, das alles war... Evelyn, also die kleine Schuld, die hatte diese komische Macht.
Aber wer dran schuld ist, wer Evelyn erwacht hat, das wissen wir noch nicht ganz. Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo da lassen, damit ihr nichts vergisst. Und ja, bis zum nächsten Video. Peace.